Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon-Praxistipps. Wir wollen ja die Tonleitern durchgehen. Ton für Ton werde ich hier die Tonleitern erklären. Heute sind wir bei A-Dur und A-Dur hat drei Kreuze. Ja, da haben wir schon wieder ein paar Vorzeichen zu spielen. Wir haben schon ein paar Tonleitern kennengelernt. Die C-Dur-Tonleiter, ganz ohne Vorzeichen. Geht relativ leicht, kennst du vielleicht vom Musikunterricht in der Schule auch, C, D, E, F, G, H, C, ganz easy. Dann haben wir die G-Dur-Tonleiter gemacht mit einem Kreuz, die D-Dur-Tonleiter mit zwei Kreuzen und jetzt die A-Dur-Tonleiter mit drei Kreuzen. Ja? Dann hatten wir auch ein paar B-Tonarten, nämlich die F-Dur-Tonleiter mit einem B und die B-Dur-Tonleiter mit zwei B. So arbeiten wir uns immer weiter vor. Wenn du Lust hast und willst dir die alten Videos mal anschauen, guck auf meiner Playliste, dann hast du natürlich da schon die Grundlagen. Wenn du aber heute nur die A-Dur-Tonleiter einfach kennenlernen willst, werde ich also auch Ton für Ton erklären und werde dir erklären, worum es da geht. Yeah! Und du siehst, ich habe hier mein Altsaxophon heute dabei. Wenn du Tenorsaxophon spielst, bleib unbedingt dabei. Die Griffe sind dann die gleichen. Ja, es klingt dann halt ein bisschen anders. Das Tenor ist ein bisschen tiefer als das Altsaxophon, aber die Griffe sind die gleichen. Und du kannst natürlich genauso dann deine Tonleitern damit lernen, mit den Griffen, die ich dir hier zeige. Yeah. Jetzt ist manchmal die Frage, ja, kann ich ja nicht einfach eine Tonleiter spielen von A bis A und spiele dann die Töne der C-Dur-Tonleiter da rein? Kannst natürlich, aber es klingt dann nicht wie eine Dur-Tonleiter. Ja? Ich nehme mal den Grundton. Oh. Und jetzt haben wir so einen Klang im Ohr. Da, 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 da. Ja, das ist der Klang einer Dur-Tonleiter. Natürlich nicht schön gesungen. Ich bin Saxophonist geworden, damit ich nicht singen muss. So, wenn ich da jetzt einfach die Töne der C-Dur-Tonleiter reinspiele, ja, dann wirst du schon beim dritten Ton merken, das klingt nicht wie eine Dur-Tonleiter. Ich spiele es ja mal vor. Falsch. So klingt nicht Dur. Ja, jetzt spiele ich es dir mal richtig. Und so weiter. Ja, so hat es dann richtig geklungen. Das heißt, du musst diese Kreuzchen oder diese Bs in die Tonleitern reinbauen, damit es auch wirklich wie eine Dur-Tonleiter klingt. Ja, und deshalb werden wir das jetzt Ton für Ton auch mal richtig durchgehen. Geht erstmal relativ leicht los. Der erste Ton, den wir brauchen, ist ein A. Und wenn du ein A greifen willst, brauchst du hier den Zeigefinger der linken Hand und den Mittelfinger der linken Hand. Und du siehst hier so eine kleine Klappe dazwischen, das ist eine Hilfsklappe, die brauchen wir heute nicht. Also der Zeigefinger liegt da oben, die kleine überspringen wir, und der Mittelfinger, der liegt auf der nächsten, ich sag mal, normal großen Perlmuttklappe. Ja, und das ist der Ton A, und das spiele ich dir mal vor. Sehr einfach, ja. Und in dem ersten Video, das wir hatten, habe ich eine Blockflöte mitgebracht, ja, und habe gezeigt, wenn du so die Klappen zu hast, oder es sind ja keine Klappen, die Löcher, und nimmst von unten nach oben Finger für Finger weg, werden die Töne immer höher. Und ähnlich ist es beim Saxophon auch, und das sehen wir schon direkt beim nächsten Ton. Wir haben also das A, und wenn du einfach, jetzt greife ich hier mal falsch, damit du das besser siehst, normalerweise sollte man ja die Finger sehr nah über den Klappen haben, wenn ich einfach diesen Finger wegnehme, dann habe ich den nächsten Ton, nämlich das H, ja. Ich spiele das mal vor, also mal A und H im Wechsel. Und wenn du willst, kannst du natürlich das auch so im Wechsel üben, ja, für dich, damit du einfach in diese Tonleiter schön reinkommst. Und wir können schon zum nächsten Ton gehen. Also wir haben das A jetzt kennengelernt und das H. Und jetzt nehmen wir wieder einfach einen Finger weg. Also im Grunde greift überhaupt kein Finger. Ja, und dann haben wir den Ton Cis, ja, das ist das Cis, und das haben wir schon kennengelernt, als wir die D-Dur-Tonleiter gespielt haben, ja, da haben wir auch schon das Cis gehabt. Das Einzige, was wir fürs Cis brauchen, ist halt hier der, jetzt sieht man schlecht, so sieht man es besser, der rechte Daumen unten am Daumenhaken und der linke, der hier auf der Ablage ist, einfach um das Saxophon sicher zu halten, aber ansonsten brauchen wir keine Finger, einfach so. Ohne dass irgendein Finger greift, dann haben wir das Cis. Und ich spiele dir die drei Töne mal vor. Also es ist dann A, H und Cis. Yeah, und das kannst du auch so für dich üben, indem du einfach mal so diese drei Töne hintereinander spielst, mehrmals, bis es sicher kommt.
Oder vielleicht auch, indem du eine kleine Welle spielst. Ja, mit Welle meine ich, dass du hoch spielst, A, H, Cis und wieder zurück. Und das kannst du auch 3-4 Mal üben, bis das locker kommt. Yeah, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir haben also das Cis, oder ich fange nochmal von vorne an. A, H, Cis. Und jetzt kommen wir zum D. Und beim Cis haben wir ja sozusagen gar keine Finger gehabt, die greifen mussten. Und beim D haben wir viele Finger, die greifen. Ich gehe es mal durch. Es greift der Zeigefinger der linken Hand, der Mittelfinger der linken Hand, der Ringfinger der linken Hand. Und dann unten auch der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger. Und zusätzlich greift noch die Oktavmechanik. Und bei der Oktavmechanik habe ich auch immer wieder gesagt, also nicht so kompliziert hier hoch und runter gehen mit dem Daumen, sondern am besten ist so, wenn der Daumen sich einfach nur so ein bisschen eindreht. Ja, dann hast du eine kleine Bewegung und sparst Kraft und es geht einfach schneller. Und weil der Griffwechsel von Cis nach D vielleicht ein bisschen kompliziert ist, also hier keine Klappe, die gegriffen ist und dann auf einmal ganz viele, kannst du das zum Beispiel separat üben. Also nur Cis D. Yeah, und wenn das klappt, dann kannst du auch wieder von A aus in das D reinüben. Also A, H, Cis, D. Ich gehe immer extra ein bisschen hoch, damit du das im Bild sehen kannst, wie ich das D greife. Und das kannst du natürlich auch in einer Welle üben. Ja, das spiele ich dir auch mal vor. Und wenn du sowas mal eine Zeit lang erstmal üben willst, du kannst natürlich immer gerne hier auf die Pause-Taste drücken, dann erstmal so diese Wechsel üben. Und wenn das kannst, dann machst du weiter oder du kannst die Sachen auch trocken üben, ja. Abends beim Fernsehen gucken oder so, dass du einfach diese Griffwechsel immer machst, ja, bis du so kannst, bis du überhaupt nicht mehr nachdenken musst und bis du dich gar nicht mehr auf das Saxophon konzentrieren musst, dann kommt es natürlich dann am besten. Yeah, und wir gehen weiter. Und wie ich eben sagte, jetzt wird es nämlich ganz leicht. Bei der Blockflöte ein Finger weg, immer der unterste Finger weg, dann kommt der nächste Ton. Und so ist es hier in dem Fall auch wieder. Wir haben also A, H, Cis, D. Und jetzt nehme ich den untersten Finger weg, dann haben wir den Ton E. Ja, und das spiele ich dir auch mal vor. Yeah. Das kannst du ein paar Mal spielen, immer von A hoch bis zum E oder dann wieder in einer Welle spielen und bis du das kannst. Und dann gehst du weiter zum nächsten Ton. Vom E aus müssen wir dann zum Fis, weil wir haben ja in der Tonart A-Dur haben wir mehrere Kreuze, ja. Und da dürfen wir kein F spielen, sondern ein Fis. Und beim Fis geht der Zeigefinger hoch. Also wir haben hier das E, dann geht der Zeigefinger hoch und dann haben wir das Fis. Zeige ich hier nochmal. A, H, Cis, D, E, Fis. Ja, so geht das. Und das spiele ich dir mal an. Und das kannst du genauso üben, ein paar Mal einfach so hoch spielen oder in der Welle immer hoch und wieder runter, bis das richtig kommt. Und dann können wir weitergehen. Und dann kommt nach dem Fis, kommt wieder ein Ton mit einem Kreuz und dann kommt das Gis. Wenn du die früheren Videos schon mal gesehen hast, dann wirst du das G kennen. Ja, beim G brauchen wir von der linken Hand Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und wenn du jetzt ein Gis greifen willst, dann greifst du hier die oberste. Ja, für den kleinen Finger haben wir ja hier 4 Mechaniken, die wir greifen können. 1, 2, 3, 4. Und das ist nur so eine Hilfsschiene da unten. Und davon die oberste. Und dann kommt das Gis. Ja, und das spiele ich dir auch mal vor. Yeah.
Und wenn jetzt bei dir das Giss anders klingt, ja, irgendwie falsch klingt, dann kann das folgende Ursache haben. Wenn du das Giss greifst, mal gucken, ob du das siehst, ja, da sollte diese Klappe da hochgehen, ja. Und es ist so, normalerweise im Normalzustand, wenn die nicht gegriffen wird, ist diese Klappe immer unten, ja, die ist immer geschlossen, so. Und dann kann es mal passieren, wenn Leute vielleicht, ja, noch nie ein Giss gespielt haben, vielleicht jetzt mit dem Video zum ersten Mal, und diese Klappe wochenlang, monatelang, jahrelang, keine Ahnung, immer zu war, und dann will man Giss greifen, und dann geht die Klappe nicht hoch. Ja, das kann schon mal passieren, also dass sie dann so ein bisschen, man sagt, festgebappt ist. Und dann mache ich einfach Folgendes, ich gehe mit dem Daumen hier, gehe ich da unten hin, so, und löse die Klappe mal mit dem Daumen, und dann sollte das kein Problem mehr sein. Also muss man einfach mal überprüfen. Jetzt kann Folgendes passieren. Wenn du morgen das Saxophon wieder auspackst, klebt die Gissklappe vielleicht wieder. Es gibt so ein paar Klappen, die gerne mal so öfter mal ein bisschen kleben. Sollte das bei dir der Fall sein, dann würde ich dir empfehlen, schau dir mal ein anderes Video von mir an. Ich habe extra ein Video gemacht. Ich glaube, das heißt Hilfe, die Gissklappe klebt oder so. Und dann zeige ich dir ein paar Tricks, wie du das also beheben kannst. Nochmal, wenn du das Giss greifst, sollte diese eine Klappe hochgehen. Die sieht man hier ganz gut, aber manchmal klebt die halt. Und dann musst du sie halt hier mit dem Daumen einfach mal hochheben. Die schmatzt dann auch, wenn ja, die schwarz dann so, wenn sie hochgeht. Und dann sollte die sich wieder öffnen. Yeah. Ich spiele es jetzt noch mal so weit vor. Ja, und das kannst du ein paar Mal üben, ja, bis das gut kommt. Und dann gehen wir zum A. Und das A ist natürlich ganz leicht. Das haben wir ja schon gehabt. Das war das A unten. Und weil wir uns ja in der zweiten Lage befinden, spielen wir oben natürlich alles mit unserer Oktavmechanik. Und dann haben wir das hohe A. Und dann kannst du auch schon die Tonleiter von unten bis oben spielen. Spiele ich dir auch mal an. Das kannst du ein paar Mal üben, ja. Und wenn du die A-Dur-Tonleiter spielen kannst, von unten nach oben, dann kannst du natürlich auch hoch und wieder runter spielen. Ja, und dann spiele ich dir auch mal vor. Yeah. Damit haben wir die A-Dur-Tonleiter kennengelernt. Und jetzt mein Tipp. Üb die gerne immer mal wieder. Ja, vielleicht so als tägliches Warm-up. Das mache ich auch. Ich übe jeden Tag. Ich packe mein Saxophon aus, mache ein paar Tonbildungsübungen, also Ansatzübungen. Und dann spiele ich alle Dur-Tonleiter einmal durch. Ja. Und der Vorteil, wenn du das übst, du hast dann die Dur-Tonleiter im Kopf. Und wenn irgendjemand mal kommt in einer Band oder irgendwelche Kumpels, ah, lass uns mal dies oder jene spielen, ist ein A-Dur, dann weißt du sofort, welche Töne da reingehören und kommst dann relativ gut zurecht. Yeah, wünsche dir viel Freude mit. Wenn du Lust hast, besuch mich mal hier bei den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Und wir haben einen kostenlosen Testmonat. Da kannst du einen Monat lang ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht. Und wenn dir das Spaß macht, dann kannst du dich da anmelden und dann freue ich mich drauf, dann wirst du ein Saxmasterschüler. Bis dann. Ciao.